Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Hogwarts Legacy mit mir, Izu, dem Z. In der letzten Folge haben wir Incendio gelernt und, naja, ein paar illegale Duelle gemacht. Und jetzt müssen wir zurück zu Professor Fig, um mit ihm darüber zu reden, wie wir in die Bibliothek einbrechen können. Das wäre zumindest wundervoll. Mal gucken direkt, was er zu sagen hat. Moin, moin, altes Haus. Da sind Sie ja. Hallo, Sir. Es wird Sie bestimmt freuen, dass ich mit Professor Hagrid meine Verteidigungszauber geübt habe. Ja, sie sagte, dass Sie Ihren neuen Zauberstab sehr gut im Griff haben. Sie müssen weiter mit ihr und den anderen Professoren an Ihren Fähigkeiten arbeiten. Dennoch möchte ich unseren Besuch in der Bibliothek nicht weiter verschieben. Nun, fahren wir fort? Fick! Es gibt Arbeit. Los! Professor Black, ich habe Sprechstunde. Das muss warten auf unbestimmte Zeit, genau wie Ihr Schüler. Ich hätte gedacht, dass Sie nach all dem Ärger wegen Osric gerne Wiedergutmachung leisten wollen. Mein Büro, 5 Minuten. Der Mann ist ein Ärgernis. Leider muss unser Ausflug in die verbotene Abteilung noch ein bisschen warten. Aber Professor... Wir haben keine Wahl. Es wäre unklug, unseren illustren Schulleiter weiter zu provozieren. Ich suche sie auf, wenn ich das hinter mir habe, was ich ertragen muss. Okay. Ich glaube ja nicht, dass wir jetzt so unbedingt warten. Wie weit ist denn der weg? Boah, das ist... Ich weiß nicht, ob ich manchmal zu viel oder zu wenig teleportiere. Ich kann leider nicht sehen, was jetzt auf der gleichen Ebene ist. Ach, das können wir auch kurz laufen, mein Gott. Sebastian hat doch die verbotene Abteilung erwähnt. Vielleicht hat er ja eine Idee. Cool wär's natürlich. Dann machen wir uns da nämlich auf jeden Fall mal hin. Gucken, was der Liebe zu erzählen hat. Moin, moin. Sebastian, da bist du. Da bist du ja. Du hast mir eine Erklärung für den Vorfall in den 3 Besen versprochen. Victor Rookwood interessiert sich nicht für viele Schüler. Was hat es damit auf sich? Ja. Er arbeitet wohl mit Ranrock zusammen. Und der will was, das ich bei Gringotts gefunden habe. Ranrock? Wann warst du denn bei Gringotts? Professor Fig und ich landeten dort nach dem Drachenangriff. Ziemlich gute Geschichte. Fig hatte diesen Portschlüssel. Portschlüssel? Nach Gringotts? Ich verstehe gar nichts. Ich komme selbst kaum mit und ich war dabei. Jedenfalls haben wir in einem alten Verlies eine Karte gefunden. Sie führt zur verbotenen Abteilung. Das ist nicht dein Ernst. Mein voller Ernst. Professor Fig bestand darauf, dass ich niemandem davon erzähle. Ich habe wahrscheinlich schon zu viel gesagt. Verstehe. Dein Geheimnis ist bei mir sicher, was es auch ist. Danke, Sebastian. Du sagtest, man müsse schlau genug sein, um in der verbotenen Abteilung nicht erwischt zu werden. Das bin ich auch. Triff mich heute Abend vor der Bibliothek und sag's niemandem. Alles klar. Was ist, wenn man uns in der verbotenen Abteilung erwischt? Wir müssten nachsitzen. Lass dir vor allem eins gesagt sein. Meide Peeves, den Poltergeist, unter allen Umständen. Neben der mutwilligen Zerstörung von Schuleigentum ist ihm nichts lieber, als Schüler wie uns zu verpetzen. Muss ich mir Sorgen wegen der Bibliothekarin machen? Madame Scribner toleriert keine Heimlichkeiten inmitten ihrer wertvollen Bücher. Also solltest du zusehen, dass du ihr aus dem Weg gehst. Sie und ich haben unsere eigene Geschichte, aber ich kann mich gegen sie behaupten. Du vielleicht nicht. Alles klar, was auch immer das Danke, heißt. Danke, Sebastian. Bis später dann. Für die Noten hochvögeln. Oh, okay. Wir wurden in der Zeit... nach vorne gesetzt. Oh, hinter uns war auch gerade schon ein Feindsymbol zu... Ah, okay, ich verstehe. Da drüben. Das ist die Tür, zu der wir müssen. Und diese lästigen Vertrauensschüler würden uns nur zu gerne bei Scribner verpetzen. Sie dürfen uns also nicht sehen. Verstanden? Das kriegen wir hin. Na los. Ein Moment. Es gibt da einen Zauberspruch, den du kennen solltest. Den Desillusionierungszauber. Gut, um an verbotene Orte zu kommen. Sprich ihn und du wirst als kaum mehr als ein Lichtspiel erscheinen. Jedenfalls, solange du auf Abstand bleibst und still bist. Du meinst, ich kann mich echt unsichtbar machen? So in etwa.
ist nicht so narrensicher wie ein Tarnumhang, aber die sind teuer und Zaubersprüche, die sind gratis. Probier ihn doch mal. Okay, krass. Oh, oh Gott. Maus in die falsche Richtung gehalten, ne? Desillusionierung. Mein Gott, jetzt hab ich's. Krass, tatsächlich. Wo ist er denn? Da. Setzen wir den erstmal auf Lumos. Still wie ein Grab. Nahe Gegner spüren und was spüren und untersuchen verdächtiges Verhalten. Wenn du von Autoritätspersonen gefangen wirst, hast du in diesem Auftrag versagt. Wenn ich sie sehe, dann können das die Vertrauensschüler ebenfalls. Vorsicht. Ah, okay. Ausschalten geht anscheinend nicht. Wir sind also jetzt gerade tatsächlich nur noch diese Lichtgestalt. Na, ich dachte, das lenkt ein bisschen Aufmerksamkeit vielleicht auf von uns weg. Mist, die Bibliothekarin ist noch da. Schnell, hinters Regal. Okay. Mist. Sollte die Bibliothekarin nicht längst weg sein? Ich sagte normalerweise, aber das macht nichts. Siehst du ihren Tisch hinter mir? Der Schlüssel ist in der Schublade des Schreibtischs. Also, folgender Plan. Wir können doch voll gesehen werden. Ich locke sie mit einer Ablenkung weg. Du schnappst dir den Schlüssel. Ich treffe dich dann vor der verbotenen Abteilung. Hä, ich raff's nicht. Wir können doch voll gesehen werden. Dafür brauchen wir den Schlüssel? Gibt es dafür keinen Zauberspruch? Alle Humore? So kam ich sonst rein. Aber die Bibliothekarin hat es mitbekommen. Sie hat das Schloss mit einem Anti-Alohomora-Zauber belegt. Also geht nur der Schlüssel. Aber keine Sorge. Ich sagte ja, ich bring dich rein. Und ich halte mein Wort. Vertrau mir. Wenn du das sagst. Ist da jemand? Sind Sie das? Der Schlüssel. Hier ist er. Was genau hat AIDS? Achso, jetzt hat die Ablenkung erst gewirkt. Die Explosion kommt 8 Minuten später. Ist da jemand? Nachdem die halbe Hütte da voll am Abbrennen ist. Okay. Ich finde das geil, dass wir hier rein können. Ich weiß noch, das fühlt sich gerade nämlich an wie die PlayStation 2 Spiele von Harry Potter, wo man dann auch in die verbotene Abteilung rein musste und schleichen musste und so. Das ist schon sehr fett gerade. Revelio. Ach, das ist verzaubert und sieht nur nützlich aus. Hat mich zweimal getäuscht. Beurteile ein Buch nie nach seinem Einband. Wenn du das sagst. Nutze den Basiszauber, während du dich versteckst, um eine Autoritätsperson und Gegner dorthin zu locken, wo du sie haben möchtest. Der Zielmodus verleiht dir präzises Anvisieren und enthüllt zusätzliche Ziele für deinen Zauber. Alles klar. Geist, sei vorsichtig. Okay, das hätten wir schon mal. Oh. Hups. Egal, hat noch funktioniert. Die Luft ist jetzt rein. Wir müssen nicht mehr herumschleichen. Wenn du das sagst. Wonach suchst du eigentlich? Ich suche ein Heilmittel für meine Zwillingsschwester. Revelio. Wenn sie zurück nach Hogwarts kann. Weil dein Merlin alle anderen aufgegeben haben. Warum glaubst du, dass du in der verbotenen Abteilung ein Heilmittel findest? Gibt es im Krankenflügel nichts, das einem helfen kann? Nein, wir haben alles probiert. Von Schwester Blaney bis zum St. Mungo. Aber ich kann alleine suchen. Mach dir keine Gedanken. Konzentrieren wir uns auf das, was du suchst. Und das wäre was, genau? Hoppala. Das finde ich noch heraus. Gib dich nicht so geheimnisvoll. Ich habe so das Gefühl, dass wir hier für diese Truhen irgendwas Bestimmtes brauchen. Ganz leise.
raff's nicht. Revelio. Ich find's aber geil, dass die Sprüche geflüstert werden, wenn man im Illusionszauber ist. Oh, hier war was. Geheimnisse der dunkelsten Künste. Beeindruckend. Naja. Wahrlich beeindruckend. Ich werde leiser sein als ein Jobber neu. Okay, ich bin gerade ein bisschen überfordert. Ich dachte, man kann das vielleicht auch verzaubern. Was war das jetzt für ein Geräusch? Das hat doch gerade irgendwer kaputt gemacht, oder? Ah. Hier. Sebastian Cello und seine neue kleine Klette erkunden Orte, an denen sie nicht sein sollten. Ungezogen und bald aufgeflogen. Peeves, wag es. Das verrate ich, das verrate ich, das verrate ich. Okay, wir müssen uns beeilen, glaube ich. Ah, verfluchter Peeves. Ich muss ihn aufhalten oder mir wenigstens eine gute Ausrede überlegen. Ja. Woher weiß ich, dass du nicht zur Bibliothekarin gehst und mir alles anhängst? Warum sollte ich? Ich mag Freunde, die in meiner Schuld stehen. Jetzt geh. Viel Glück bei der Suche. Na gut. Wo ist der verdammte Poltergeist hin? Okay. Ich weiß, mit welchem Zauber ich die Rüstung repariere. Ja. Ich auch. Ich drücke nur leider gerade 1 Million Knöpfe, die leider gar nichts daran ändern, dass wir diesen Zauberspruch austauschen können. Da ist... was ist das jetzt? Jetzt. Machen wir Incendio erstmal weg. Rebellion. Okay, hier ist überall nichts. Boah, das ist schon geil, ey, hier unten. Das sieht auch alles cool aus. Das kommt noch dazu. Also wenn das mal nicht nach... Natürlich. Spuren alter Magie. Bosskampf aussieht. Dieser Raum muss doch etwas verbergen. Boah, was geht hier ab? Ach du Scheiße, okay. So wie es aussieht, müssen wir da durch. Ah, okay, guck mal, man kann das austricksen. Ja, sehr cool. Es sieht fucking gut aus. Das muss man schon sagen. Wir rüsten jetzt aber auf jeden Fall erstmal den hier wieder aus. Und Lumos. Lumos. Und machen hier mal ein bisschen Licht in die Bude. Wo führt sie wohl hin? Das sieht dick aus, das Ding. Eine Tollhausmaske. Oh, die ist sogar sehr gut. Nur ändern wir die Optik nochmal auf eine ganz normale Brille. Beziehungsweise auf gar nichts. So. Das Athenäum. Na, gucken wir mal. Okay, krass. Ich bin sehr gespannt, was jetzt kommt. Lüfte das Geheimnis der Vorhalle. Oh. Okay. Das war denkbar einfach. Wir haben eine dicke Truhe vergessen. Oder was auch immer das hier ist. Jungs, ich enttäusche euch doch nicht. Ich leg den Shit, den wir finden, immer gerne an. Weil wir alles, glaube ich, gebrauchen können. So. Kann man die eigentlich auch wieder dann zurückmachen? Tatsächlich, okay.
Da ist es doch schon, das wird doch jetzt ein Kampf. Das war ja klar. Da sind Wachen. Wieso kann ich das noch nicht machen? Okay, was ist das hier? Eins, zwei, drei. Akio. Oh, das war eine... Ah, okay, das sind Kombos dann immer. Ich verstehe. Oh, fuck. Ja. Das war... Das tat gut. Ah, okay. Also ich glaube, wenn die Kombo voll genug ist, dann können wir die Dinger da machen, die da gerade gezeigt wurden. Okay. Ich verstehe. Deine Beherrschung der alten Magie nimmt zu, wenn du erfolgreich angreifst oder Schaden nimmst. Erfolgreiche Kombos aus 10 oder mehr Treffern erzeugen alte Magieverstärker. Sammle sie auf, um deine alte Magieanzeige zu füllen und einen kleinen Teil der Gesundheit wiederherzustellen. Ah. Wenn mindestens eine Leiste deiner alten Magieanzeige voll ist, kannst du verheerende Angriffe alter Magie entfesseln, die massiven Schaden zufügen und Schildzauber brechen. Tippe X an, wenn du die Aufforderung über dem Kopf eines Gegners siehst. Nice. Voll strong. Hier ist jetzt eher nix, oder was? Okay. Ah, fuck, ich hab's nicht gesehen. Ja. Ihr seid doch eh beide tot gewesen. So gut wie. Boah, hier runterzufallen wäre aber auch ärgerlich, ne? Ich sag jetzt mal. Oh Gott, ey. So, da kommt die Brücke schon. Boah, ich bin einfach aus Reflex jetzt gerade gesprungen und es hat geklappt. Wow, das sieht auch schick aus, oder? Nochmal ein Screenshot. Hier scheint es weiterzugehen, aber wohin? Natürlich eine sehr gute Frage. Ah, okay. Und was passiert, wenn ich nochmal drauf schieße? Das raff ich jetzt gerade nicht ganz. Ah, okay. Okay, das ist auf jeden Fall nicht die Lösung. Aber wahrscheinlich das dann, ne? Ja, okay. Sehr cool, noch eine Truhe. Das zwar schlechter ist, aber mein Gott. Wen juckt's? Ja, wobei, von hier können wir ja auch springen. Fast geschafft. Ich sollte einen kühlen Kopf bewahren. Boah, das sieht ja mal derbe nach Bossraum aus. Oh, der ist direkt hops gegangen. Ach krass, das wollte ich nicht drücken, aber das klappt natürlich auch gut. Oh, das klappt sogar sehr gut. Ich habe aber gedrückt. Oh. Oh, krass. Oh, Gott.
Ich mach das mal auf den, dann kriegt der jetzt nämlich die alte Magie ab. Und du, mein Lieber, gehst jetzt richtig hops. Oh, stressig alles, aber so langsam geht der Kampf los, ey. Es ist also doch ein Buch. Tatsächlich. Sie wollten mich sehen? Schulleiterin Fitzgerald? Professor Rackham? Miss Isidora Morganock. Willkommen. Professor Rookwood? Professor Bakar? Ich hörte, Sie gewöhnen sich langsam an das Leben in Hogwarts. Das stimmt. Das freut mich, wenn man bedenkt, wie ungewöhnlich es ist, in der 5. Klasse einzusteigen. Wie es der Zufall will, fing auch ich als 5. Klässler in Hogwarts an. Doch wir scheinen Einzelfälle zu sein. Miss Morganock, gestern nach dem Unterricht befragten Sie mich nach all den wunderschönen Wirbeln, die Sie vor all den Jahren sahen, als wir Ihr Dorf besuchten. Ich habe Sie alle sofort erkannt. Ich kann Ihnen gar nicht genug danken. Wir helfen doch gern. Und ja, ich habe Sie gesehen. Sie waren überall. Mein Vater meinte, ich hätte mir das nur eingebildet, aber Sie wirkten so echt auf mich. Das war keine Einbildung. Percival, Professor Rackham, kann sie auch sehen. Bisher ist das der einzige bekannte Fall. Ich bin verwirrt, was sind sie? Geflüsterte Worte oder vielmehr Spuren, die beim Wirken von alter Magie erscheinen. Alte Magie? Kaum jemand ist ihrer mächtig. Hogwarts selbst ist eine Hochburg alter Magie. Wenn ich also Spuren alter Magie sehe, kann ich sie etwa auch beherrschen? Mit der richtigen Anleitung. Aber wir wollen nichts überstürzen, Miss Morganock. Bevor ich Sie in dieser Magie unterweise, müssen Sie alles andere beherrschen, was Hogwarts bietet. In falschen Händen kann solche Magie großes Leid verursachen. Sie darf nur von Auserwählten genutzt werden. Daher müssen wir Sie bitten, niemandem zu erzählen, was Sie heute erfahren haben. Ich weiß nicht, das hat jetzt nicht so einen positiven Eindruck auf mich gemacht. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Sebastian.
in der verbotenen Abteilung. Schon wieder. Ich dachte, wir hätten diesen Unfug hinter uns. Nachsitzen reicht bei Ihnen offensichtlich nicht. Ich fürchte, ich muss den Schulleiter informieren. Und abgesehen davon teilte mir Peeves mit, dass Sie heute Abend nicht allein waren. Wenn Sie jemand genötigt hat, dann sagen Sie es mir. Sie sind doch klug. Vergeuden Sie das nicht. Da war keiner. Ich kam allein. Oh, Sebastian. Was wird nur Ihr Onkel sagen? Krass, ich hätte gedacht, er snitcht. Aber nein, er hält zu uns. Okay. Abgeschlossen. Geheimnisse der verbotenen Abteilung. Verbotenen Abteilung. Tja. Na dann, meine Lieben. Würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zugucken. Bis dann. Ciao.